Meerjungfrau Peach mit ihrer wunderschönen Stimme ist gefragt, denn das tolle Orchester droht wegen Entführungen auszufallen. Anschließend wird bei der schwierigen Meisterdiebenprüfung mein Verstand entführt. Wir haben Patissier Peach überlebt und im letzten Part den Patissier Funkeli gerettet. Yay. Als Belohnung gibt es dieses schöne Kleid hier. Für Stella gibt es leider aktuell nichts zu kaufen, aber vielleicht schalten wir ja was frei in das Lied des Meeres. Es ist Showtime für Meerjungfrau Peach und da muss man natürlich unweigerlich und automatisch an Ariel denken. Mal sehen, wie das jetzt so wird mit Peach in der Hauptrolle. Hier finden Unterwasserkonzerte statt. Höhepunkt ist die betörende Stimme des Stars. Es gibt sogar heute ein Konzert. Lass uns dort dem Gesang des Stars lauschen. Lass mich raten, der Star ist dann nicht da und ich muss einspringen. Warum wackelt die Kokosnuss hier oben? Okay. Alles klar. Bist du auch wegen des Konzerts hier? Schon, ja. Das Konzert wird ein tolles Erlebnis. Ich habe gehört, dass der Star auftritt. Ja, ich bin hier. Hallo. Okay, cringe. Warst du das? Die Fische freuen sich. Ja, du, kein Problem. Ich helfe gerne. Warum nicht? Aber essen Fische Kokosnüsse? Nein, eigentlich nicht. Nichts wie hin. Wir kommen alle mit. Vorsicht, nur an uns vorbeizukommen. Null. Sag ja, ich helfe gerne. Ha, langsam und schwach. Wie schrecklich. Nur Mut, liebe Schildkröte. Haben die Schildkröte verprügelt? Oder ist Prinz Markus hier irgendwo? Naja, ich kümmere mich um sie. Wach auf! Dank dir konnten unsere Stimmen helfen. Zum Dank trägt dich die Schildkröte. Ehre! Auf zum Konzert! Sehr schöner Grafikstil hier. Hier geht's zum Konzert. Voll idyllisch. Kann man hiermit was machen? Ja, kann man. Schöne bunte Schnecken. Und ein Stern. Lässt man uns immer noch nicht rein? Vielleicht ist ja irgendwas passiert. Bitte noch um etwas Geduld. Wo ist denn der Star? Das Konzert beginnt doch schon gleich. Ich wusste es. Ohne Star kein Konzert. Wo könnte der Funkeli nur sein? Ja, wir können ja einfach einen Double auftreten lassen, oder? Wird schon keiner merken. Vor allem, wenn ich das Double bin. Ich verspreche, ich werde ihn höchstpersönlich und mit voller Anmutigkeit vertreten. Keiner wird's merken. Ob das hier das Refugium des Stars ist? Denke mal. Dann verwandeln wir uns mal. Ging ja schnell diesmal. Meerjungfrau Peach! Oh, und plötzlich ist ja auch alles unter Wasser. Meine Stimme klingt wie die des Stars. Sag dich doch. Leider ist der Star spurlos verschwunden.
Kannst du nicht einspringen? Ja, für 5 Millionen Gage. Das Publikum wartet. Hilfst du uns? Warte, war da nicht noch was? Ja, ja, siehst du, das hat man doch vorhin schon gesehen. Habe ich damit irgendwie... Oha. Ah, ich kann jetzt die Fische steuern. Oh. Okay, das ist cool. Damit kann man einige interessante Sachen machen. Herzlich willkommen! Danke für eure Geduld! Das Orchester ist versammelt und bereit! Wie schön, dass ihr alle gekommen seid! Lauscht unseren mitreißenden Liedern! Und hier kommt auch gleich das erste... Stromausfall? Ah, was ist das? Ich kann nichts mehr sehen! Halt! Erst Star weg, jetzt auch noch Musikanten? Wir müssen das Konzert abbrechen. Es hätte so schön werden können, aber... Bitte, rette unser Orchester! Oh... Sind alle so mega traurig. Wir müssen was unternehmen, Leute. Schnell hinterher. Da sind Münzen im Hintergrund. Ich glaube, das können wir nur mit den Fischen holen, ne? Tatsächlich. Ist es dann immer so, dass die Fische im Hintergrund was machen können und ich bin im Vordergrund? Ah, warte, ich glaube, ich muss die mitnehmen. Ja, okay. Also es gibt nicht in jedem Screen eine neue Interaktionsmöglichkeit, sondern du musst die tatsächlich mit dir führen. Da ist auch ein Stern. Ja, cool. Warte mal, was ist hier los? Da fehlt ein Bildinhalt. Gab's da etwa einen DMCA-Strike? Also, ein Copyright-Claim. Hilfe, Hilfe! Holt mich hier raus! Was für ein Spaß. Leute, gefangen halten ist kein Spaß. Oh, noch mehr Fische. Ja, es wird nicht reichen, ne? Da unten sind bestimmt noch welche. Genau, wir brauchen eine ganze Fischarmee. Sehr gut. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass das so gelbe Fische sind. Hatte Ariel nicht auch so einen ähnlichen? Schon, ne? Du hast mich gerettet. Danke, vielen Dank. Lass uns zusammen die anderen finden. Let's go. Wo seid ihr? Hinter dem Seegras nicht, aber da sind Münzen, die will ich haben. Und ein Stern. Ist hier noch was? Aha. Fischies. Braucht euch mal kurz. Hier gibt's die Schleife. Super. Hey, Morenen, ich dachte, wir sind Freunde. Ah, sind wir auch. Ich kann sie bewegen. Ach, nice. Das Level hat echt gute Ideen. Erstmal die Münzen schnappen, dann den Stern. Chillig. Ich stecke hier fest. Wir müssen den Seetang wegräumen. Mach ich. Ja, da, ich dachte mir, ne, diese Seestände am Boden, das muss was zu bedeuten haben. Das ist tatsächlich ein Bonusraum. Krass. Hier kannst du schon echt gut abcashen. Wundervoll. Aber nun zum Wichtigen. Befreiung. Des armen Orchester Funkelis. So.
So. Und dann... Weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen das wieder zurücktun. Genau, jetzt das Gelbe. Das Gelbe. Und das Blaue. Der wurde richtig zerklatscht, der Assi. Sehr gut. Weiter geht's. Zu schwer. Einer unserer Musiker und die Schildkröte. Okay, jetzt wird's richtig wild. Moment, nochmal Seesterne. Nochmal Bonusraum. Oh, das sind Kugelfische. Die helfen mir aber, oder? Das wäre jetzt schon echt dreist, wenn die mich aufspießen. Wie geht denn das hier? Achso, okay. War wohl nicht möglich, weil ich nicht im Screen war. Don't know. Das ist halt das Komplizierte, ne? Wenn du B drückst, dann steuerst du die Fische und wenn du loslässt, dann nur Peach. Ah, deswegen sind es Kugelfische. Es muss einer in jedes Loch, denke ich. Ja, so ist schon mal ganz gut. Die beiden noch aufteilen. Perfekt. Super. Vielen Dank. Das waren alle. Schnell zurück zum Konzert. Das Publikum wartet auf uns. Ach, die werden nichts merken. Wir sagen einfach, wir haben ein bisschen länger in der Maske gebraucht. Die nette Schildkröte bringt uns schnell zurück. Kuss. Nicht weinen. Es wird alles gut. Wir geben sogar eine Zugabe, okay? Toll, du hast es geschafft. Alle sind gehypt. Jetzt kann das Konzert endlich beginnen. Entschuldigt bitte die Verspätung. Dies wird eine ganz besondere Vorstellung. Oh, okay, jetzt kommt nochmal irgendwas Besonderes. Halte B gedrückt und neige den linken Stick zu den heranschwimmenden Fischen, um mit ihnen zu singen. Alright. Ich denke, hier geht's um den letzten Stern, also alles geben. Oh, die werden immer schneller. Warum ist der so fett? Okay, da musst du gedrückt halten. Ja, sehr schön. Ariel, das Musical 2.0. Ja, war süß. Ich mochte vor allem die Idee mit der Interaktion im Background. Coole Sache. Im Laden soll es ein Spezialkleid geben. Sehen wir uns das mal an, Peach. In der Tat, das Funkelkleid. Ja, das gönnen wir uns an der Stelle, auch wenn es wirklich sehr, sehr teuer ist. Aber es sieht hervorragend aus. Das soll's auch noch nicht gewesen sein, Freunde. Nun, ich würde sagen, wir machen jetzt noch die Probe im ersten Stock, die ja immer freigeschaltet wird, wenn man den Boss besiegt hat. Let's go!
Die Meisterdiebenprobe ist das, alles klar. Gleite und sammle dabei Edelsteine. Nimmst du Schaden, endet die Probe, du weißt. Wenn du eine Sache gut machst, bekommst du eine tolle Belohnung. Zeig uns, was du kannst. Ja, die Proben sind immer das Allerschwierigste. Also erwartet mal nicht, dass das jetzt hier ein Spaziergang wird. Ne? Die Fechtprobe hat mich schon ordentlich rangenommen. Ah, das ist das. Das hat man doch auch im Trailer schon gesehen, ne? Ja, ja. Mhm. Also ein Gegentreffer und wir sind KO. Und wir brauchen wie viele Punkte? 100? Ich glaube 100, ja. Bruh. Ich dachte schon, dass ich ein bisschen länger durchhalte eigentlich, aber... Well, well. Auch hier ist halt wieder die Frage, wie bei der ersten Prüfung, wie viel Puffer hat man? Warum dreht die sich manchmal? Das hat mich schon bei dem Level gestört. Aber das kannst du gar nicht beeinflussen, oder? Warum macht sie das? Das bringt einen total raus, weil man auch nicht weiß, ob man... Oh Gott. In welche Richtung man gerade fliegt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube nicht, dass man das irgendwie beeinflussen kann. Das macht sie automatisch, wie sie gerade Bock hat. Und es ist total dumm. Klar, es sieht cool aus, aber es bringt einen einfach raus. Ja, hier musst du normalerweise runter, aber im Leben nicht. Oh. Ja, klar. Alles klar, Digga. Okay, neuer Rekord. 30 Sekunden noch. Ja, lass mal ein bisschen weniger Risiko gehen jetzt am besten. Oh, ja, lol. Alles klar. Gut, hier, das gönne ich mir. Das nicht. Aber dann reicht es wahrscheinlich nicht. Was? Digga, woher sollst du das wissen, bitte? Also die Stelle ist absolut gottlos. Ja, du musst es halt auswendig lernen, ne? Noch mehr als die... Pechprüfung. Also hoch, runter, hoch. Komm runter, ja. Jetzt war sogar zweimal dieser Dreher von Vorteil. Aber du kannst den nicht steuern. Der kommt random. Oder check ich dir irgendwas nicht? Kann doch nicht sein. Und manchmal hat sie auch so einen seltsamen, starken Auftrieb. Ich kann mir das alles nicht erklären. Das traue ich mich nicht da unten. Aber hier gehen wir hoch. Da gehen wir runter. Was kommt jetzt? Ah, hier die Schose. Schnell runter. Und keine Ahnung was. Ab hier ist es blind. What? Eigentlich wurde ich getroffen. Aber wenn der Videoschiedsrichter sagt, nee, alles gut, dann... zufrieden, aber ich bin doch eindeutig in die Roboter reingeraten. Was soll's. Geschafft. Endlich. Schleife erhalten fürs Herzchenkleid. Okay, das müsste es sein. Hat sich doch gelohnt, die Qual, oder? Guck gerne noch in der Endcard vorbei. Und ansonsten bis zum nächsten Part. Princess Peach Showtime.